Was sind im Jahr 2023 die Must-Have-Plugins, die man für Octoprint haben muss? Das habe ich mich gefragt, als ich letztens meinen Ultra Enclosure endlich fertiggestellt habe. Den Link zum Bild findet ihr hier oben in der Ecke. Und dabei habe ich einige Plugins von meinem Prusa Mini Octoprint als auch von meinem Prusa MK3 Octoprint mal runtergeschmissen und mich mal schlau gemacht, was es denn aktuell Neues gibt. Und diese Plugins werden wir uns heute in diesem Video mal anschauen und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de und nein, wir fangen nicht mit den Plugins an, sondern mit der Hardware. Und ich mache jetzt einfach nur einen ganz groben Crashkurs. Ihr braucht natürlich einen Raspberry Pi, ja, oder irgendeinen anderen Computer, auf dem ihr Octoprint installieren könnt. Ich habe jetzt hier schon mal einen Lüfter-Pad quasi drauf, so eine Lüfterplatte. Die ist ziemlich kompakt, die passt in jedes Raspberry Pi Gehäuse rein. Das finde ich ziemlich genial, ist von Argon. Den Link dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Natürlich braucht ihr ein Netzteil, um das Ganze zu betreiben, sofern ihr es nicht über euren Drucker betreibt. Und da habe ich immer die Originalnetzteile von Raspberry selber, weil das einfach, naja, die liefern genug Saft, die gleichen auch die Schwankungen aus. Und bei anderen Netzteilen habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass ich mich damit auf die Nase lege, dass dann irgendwann der Raspberry nicht genug Strom kriegt und dann, naja, der Druck abbricht. Und das ist auch das, was Gina Heuss gesagt, nutzt die originalen Netzteile, egal ob jetzt dieses hier oder die mit dem Micro-USB für die Raspberry Pi 3 und kleiner. Aber nutzt auf jeden Fall ein originales, das ist wichtig, denn nur die Teile liefern wirklich stabil genug Strom und genug Saft, damit das Ganze auch wirklich stabil läuft. Als SD-Karte nutze ich hier das optimale Mittel, das ist bei mir jetzt hier eine 64 GB SanDisk Extrem Karte, nicht Extrem Pro, die ist mir zu teuer und auch nicht die 32 GB. Die 1-2 Euro, die ich erspare, sind mir das Ganze nicht wert und die größere kostet mir auch schon wieder zu viel. Deswegen, das finde ich, ist ein optimales Mittel, da kriege ich genug Dateien drauf plus das Betriebssystem und brauche keine Gedanken zu haben und kann auch gleich mit dem ersten Plugin, was ich erwähne, auch mir keinen Kopf machen müssen, ob ich denn da jetzt mal zu viel Platz verbrauche oder so in Richtung. Dann brauche ich noch eine Kamera. Gut, das ist jetzt ein optionales Mittel, würde ich sagen, aber ich sag mal, okay, ich möchte jeden Drucker von mir mit einer Kamera auch ausstatten, damit ich sehen kann, auch wenn ich jetzt nicht gerade drüben bin und mal das alles im Blick habe, sondern auch wenn ich jetzt mal hier sitze und ein Video drehe oder so in Richtung oder unten am Arbeiten bin und nochmal Projekte für euch bearbeite, da möchte ich gerne eine Kamera haben. Und um die Kamera zu installieren, gehen wir über SSH auf den Raspberry Pi drauf und gehen in das Verzeichnis Boot. Und dort finden wir eine TXT-Datei namens Octoprint. Und in dieser Datei können wir dann die Zeile mit Kamera-USB... auskommentieren. In dem Parameter, der hinten dran steht, werden die Auflösung und die Framerate von der Kamera festgehalten. In dem Link unten in der Videobeschreibung findet ihr eine Tabelle mit Kameras, die entsprechend supported werden, wo dann auch nebendran nochmal neben dem Kameranamen und dem Hersteller nochmal steht, welche Framerate und welche Auflösung die habt. Und diesen Wert müsst ihr nehmen und einfach dort in die Zeile mit eintragen. Das heißt, ihr setzt diesen Wert, der in den Anführungszeichen steht. Dann habt ihr eure Kamera schon mal soweit grundsätzlich erstmal richtig eingerichtet. Wenn ihr dann noch hingehen wollt und das so macht wie ich, dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt mehrere Drucker, die ich mit Octoprint betreibe, dann ist natürlich ein bisschen hinderlich, wenn ihr das Ganze entweder über die IP-Adresse betreiben wollt. Dafür gibt es dann normalerweise die URL octopi.local, damit ihr das Ganze nicht immer irgendwie euch die IP-Adresse merken müsst. Wenn ihr aber mehrere Instanzen habt oder mehrere Raspberry Pis habt, so wie ich jetzt hier in dem Falle, dann könnt ihr natürlich hingehen und könnt dort auch noch den Hostname ändern, nämlich in etc/hostname. Das könnt ihr bearbeiten und könnt sagen, okay, ich schmeiß das Octopi raus und ersetze das Ganze wie bei mir zum Beispiel mal mit Deadpool oder mit BB8 oder Thing oder wie auch immer, wie ihr euren Drucker nennen wollt. Ich habe meinen Druckern, wie ihr wisst, einen Superheldennamen gegeben und dann kann ich die auch schön über die Weboberfläche schön mit bb8.local aufrufen und bin dann direkt auf dem Drucker drauf. Dann gehen wir schon gleich direkt in das erste Plugin rein. Und das hat mit der Kamera zu tun, nämlich Octolabs. Und das Octolabs habe ich in Kombination mit Timelapse Purger installiert. Das eine, also Octolabs, sorgt dafür, dass ihr automatisiert mit jedem Druck Timelapse-Aufnahmen machen könnt, solche wie diese hier. Und das Plugin Timelapse Purger sorgt dafür, wenn ihr nicht dran denkt, das Ganze wieder zu löschen und ihr Gefahr lauft, dass eure SD-Karte dann entsprechend irgendwann mal voll läuft, dass es automatisch dann beim nächsten bei der nächsten Timelapse-Aufnahme entsprechend gelöscht wird. Dann gehen wir weiter zu einem Plugin, wo ihr auch die Kamera braucht und das ist Octorent oder Octoprint Webhooks. Und diese zwei Plugins sorgen im Prinzip nur dafür, wie der Name schon bei dem letzten Plugin sagt, dass ihr über Webhooks Bilder und den Druckerstatus
entsprechend an einen Webhook senden könnt. In meinem Fall ist es jetzt Octorant, weil ich einfach nach einem Discord-Plugin gesucht habe und diese Webhooks sind bei mir im Discord eingerichtet. Das heißt also, jeder Drucker hat einen eigenen Kanal, den die Serverbooster und die Patreons entsprechend einsehen können. Und dort wird dann immer, wenn ein Druck fertig ist oder wenn er bei 50% ist, ein Bild von dem aktuellen Druckobjekt gezeigt. Wer jetzt sagt, okay, Webhook interessiert mich nicht, ich habe eigentlich nur Telegram und ich möchte die Status-Updates nur noch in Telegram gepostet bekommen, der kann natürlich hingehen und kann auf das Plugin Telegram-Notifications zurückgreifen. Dort braucht ihr dann einfach nur in Telegram über den Bot-Faser euch einen neuen Bot anzulegen, dann kriegt ihr einen API-Key, den tragt ihr in Telegram-Notifications in den Plugin ein und dann sollte das Ganze auch entsprechend funktionieren, dass ihr Updates über Telegram von eurem Drucker bekommt. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt noch mehr Kontrolle über euren Drucker haben und zwar von überall, also sei es mal der Fall, dass ihr irgendwann mal aus dem Haus geht, nicht so wie ich jetzt, ja, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit zu sagen, ihr nutzt ein Plugin wie Obico oder Octo Everywhere. Das sind zwei Plugins, mit denen ihr das Ganze ins Internet verbinden könnt. Dann habt ihr eine schicke Handy-App, über die ihr das Ganze schauen könnt. Bei Obico habt ihr dann eine schöne App, mit dem ihr Octoprint und Clipper verbinden könnt, also auf Mainsail und Fluid, nicht nur Octoprint Clipper. Und mit dem ihr den Drucker dann per Ferne quasi fernsteuern könnt. Das ist schon ganz cool, weil man eine App hat, mit der man das Ganze machen kann, während man bei Octo Everywhere zwei unterschiedliche Apps braucht. Das finde ich ein bisschen hinderlich, finde ich nicht ganz so convenient. Allerdings muss man sagen, dafür bezahlt man bei Obico auch deutlich mehr, nämlich 4 € pro Monat für insgesamt 5 Drucker, während man bei Octo Everywhere für 5 Drucker 2,99 € oder sowas bezahlt. Und dann könnt ihr natürlich sagen, okay, ich hätte gern nicht nur 5 Drucker, sondern 10 Drucker, dann staffelt sich der Preis natürlich entsprechend nach oben. Insgesamt muss ich sagen, gefällt mir das Feature-Set von Octo Everywhere besser, vor allen Dingen, wenn man noch bedenkt, dass bei Octo Everywhere der AI-Spaghetti-Detektor kostenlos mit dabei ist, während er bei Obico nach Detections bezahlt wird. Das heißt also, wenn der eine Spaghetti-Detection hat, dann bezahlt man danach und dann muss man sich immer wieder Kontingente nachkaufen. Das geht natürlich irgendwann ins Geld und das, ja, weiß ich nicht, ob es wirklich sinnvoll ist, entsprechend nur um die Convenience zu haben. Ich habe eine App für alle Drucker oder bin ich dann lieber bereit, okay, weniger zu zahlen und habe dann 2 Apps. Das könnt ihr dann für euch entscheiden. Ich gehe dann lieber mit der Octo Everywhere Variante. Ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dann grundsätzlich besser findet und was ihr dann nutzt. Dann gibt es ein Feature, was in Mainsail und Fluid schon seit Anbeginn dabei ist, nämlich Thumbnails. Ja, dass der Slicer ein Thumbnail mitgeneriert von dem aktuell zu druckenden Objekt und dass ihr das auch in der UI dann entsprechend angezeigt bekommt. Und das ist leider etwas, was bei Octoprint komplett fehlt. Deswegen gibt es dann das Plugin Slicer Thumbnail. Wenn ihr euch das installiert, könnt ihr genauso wie in Mainsail und in Fluid euch die Thumbnails vom aktuellen Druckobjekt anzeigen lassen. Das heißt also, damit steht euer Octoprint, Mainsail und Clipper in nichts mehr nach. Wenn wir schon gerade bei Mainsail und Fluid sind, die haben natürlich so eine komplett bildschirmfüllende UI, die ziemlich übersichtlich ist und bei der man natürlich die ganzen einzelnen Elemente schön hin und her schieben kann. Und dafür gibt es bei Octoprint Gott sei Dank auch ein paar Plugins, die das Ganze dann entsprechend beheben bzw. ein bisschen aufhübschen. Zum einen gibt es das Themify, der das Ganze zumindest mal optisch gesehen ein bisschen aufwertet, das Standard-Theme. Und dann gibt es nochmal UI-Customizer. Und mit UI-Customizer könnt ihr wirklich das Ganze auf die komplette Breite vom Bildschirm verteilen. Und ihr könnt auch die einzelnen Elemente dorthin schieben, wo ihr möchtet. Das Ganze ist nicht ganz so convenient wie bei Mainsail und Fluid, weil ihr das nicht direkt in der UI verschieben könnt, sondern ihr müsst über die Einstellungen gehen und dann dort das Element von A nach B ziehen, speichern und erst dann seht ihr die Änderungen. Das ist ein bisschen umständlich, aber vielleicht kommt das ja noch in Zukunft, dass man das Ganze auch direkt über die UI in Realtime ziehen kann und direkt die Änderungen sieht und sagen kann, nee, das gefällt mir gar nicht, das gehört dann doch nochmal zurück, das Plugin. Wenn ihr sagt, okay, ihr möchtet noch ein bisschen mehr das Ganze übersichtlicher haben, dann schaut euch doch mal das Plugin Dashboard an. Dort könnt ihr nämlich erstens das Slicer-Thumbnail anschauen. Zum anderen könnt ihr euch anschauen, wie weit der Drucker dann ist und wie denn die aktuellen Temperaturen und die aktuellen Messwerte vom Drucker sind. Das könnt ihr euch alles in den Einstellungen vom Plugin schön konfigurieren. Ihr könnt das Ganze auch von der Farbe her konfigurieren, wie ihr möchtet. Und ihr könnt natürlich sagen, dass das Ganze auch in den Fullscreen-Mode gehen würde. Das heißt also, wenn ihr irgendwo einen Rechner stehen habt, der nur dafür da ist, dass er die Daten oder den Status von jedem Drucker anzeigt und diese durchrotiert, dann ist das natürlich ein geniales Plugin, weil das nämlich dann entsprechend euch anzeigt, welcher Drucker welchen Status hat. Und das ist ziemlich übersichtlich, muss ich sagen. Ich habe es
bei mir momentan nur in der mittleren Reihe einmal eingeblendet, aber es ist schon ziemlich genial. Es gibt allerdings einen kleinen Drawback. Wenn ihr nämlich irgendwas druckt und danach nochmal einen neuen Druck anstoßt, wird das Slicer-Thumbnail nicht korrekt geupdatet. Da müsst ihr einmal das Ganze refreshen und dann wird es erst richtig angezeigt. Da würde ich mir auch wünschen, dass man das Ganze bei einem neuen Druck dann irgendwie auch nochmal neu lädt, das Thumbnail. Da weiß ich jetzt nicht, ob das Ganze von Slicer Thumbnail kommt oder von Dashboard kommt, dass es nicht richtig angezeigt wird. Ist auf jeden Fall ein bisschen schade, aber tut dem Ganzen keinen Abriss, ist trotzdem ein tolles Plugin. Dann gibt es noch ein Plugin, was mir wirklich kiloweise Material hätte ersparen können, wenn ich das gehabt hätte bisher, und das ist Cancel Objects. Alternative dazu gibt es noch Exclude Region und im Grunde genommen machen beide das gleiche. Ihr könnt im G-Code Viewer von Octoprint definieren, welche Regionen sind was, beziehungsweise ihr könnt verschiedene Regionen definieren und wenn ihr seht, okay, eine Region raucht euch ab, dann könnt ihr diese canceln. Das heißt also, ihr könnt dem Drucker sagen, ignoriere diesen G-Code an dieser Stelle oder ignoriere dieses Objekt an dieser Stelle und dann verschwendet ihr kein Filament mehr und erzeugt nicht unnötig Spaghettis, zum Beispiel, wenn ein Teil rumgekippt ist oder so in Richtung. Das erhöht natürlich auch die Confidence zu sagen, okay, ich drucke einfach mal mehrere Teile auf einmal und wenn es eins abraucht, ist es kein Abriss entsprechend, sondern ich kann das Ganze canceln und spare mir dadurch Material. Das nächste Plugin kennt jeder von euch, der schon ein bisschen länger meinen Kanal verfolgt, nämlich Bed Visualizer. Damit könnt ihr visualisieren, wie denn euer Druckbett an welcher Ecke vielleicht runterhängt und wo ihr noch mal ein bisschen nachdrehen müsst. Gerade beim Prusa hat mir das geholfen, als ich dann mit diesen selbstsichernden Muttern unten das Druckbett richtig gesichert habe, anstatt diese kleinen Abstandshalter zu verwenden. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich packe euch den Link noch mal hier oben in die Ecke. Und das ist echt Gold wert, weil man dort wirklich sehen kann, an welcher Ecke muss ich nochmal nachdrehen, damit das Bett wirklich schön glatt ist. Ja, beim Voron, okay, bringt das nicht wirklich viel, weil bei der dicken Platte tut sich nicht viel. Und beim Ender 3 oder beim Ender 3 V2, naja, okay, da hat man 4 Stellschrauben. Aber es hilft einem schon mal ein bisschen zu sehen, okay, wo dran liegt es denn, dass der First Layer zum Beispiel vielleicht nicht gut wird. Und dass man da vielleicht dann Abhilfe schaffen kann. Das letzte Plugin in der Reihe ist ziemlich genial und das steckt sogar im Namen, nämlich Printtime Genius. Das analysiert nämlich euren Drucker vom Druckverhalten her und kann dann mit der Zeit immer bessere Voraussagen in Bezug auf die Druckzeit ausgeben. Und das finde ich auch wirklich hilfreich, weil man dann sehen kann, okay, was sagt der Slicer, was sagt Printtime Genius, wie lange dauert es wirklich? Und man wird dann mit der Zeit feststellen, okay, der Slicer labert oftmals, naja, ich sag jetzt nichts. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, euch in der Makorama Family begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank an meine Patreonen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao.